Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia, The World Before. Ja, in der letzten Folge sind wir ja übergeschwenkt zu ihm hier. Ich sehe gerade, nee, er hat doch keine kaputten Socken an. Sauers Doktorarbeit. Soweit ich weiß, arbeitet er nur für die braunen Schatten, weil sie die einzigen sind, die seine Forschung finanzieren wollen. Was für eine Verschwendung. Ja. Goethes Faust. Einer von Junthers noblen Freunden, ich glaube, er hieß Murnau, hat das vor etwa 10 Jahren verfilmt. Soweit ich weiß, ist der arme Mann schon tot. Kann man das irgendwie öffnen? Goethes Faust. Ja, wissen Einer wir von doch. Junthers noblen Freunden, ich glaube, er hieß Murnau, das hat das vor etwa 10 Jahren verfilmt. Soweit ich weiß, ist der arme Mann schon tot. Okay, da kann man also nichts anderes ansehen. Und hier sieht das auch nicht danach aus. Nee. Horst ist schon weg. Die Strafpredigt, die Berger ihnen gestern wegen mangelnder Fortschritte bei der Suche nach den Goruns gehalten hat, hat ihm wohl zugesetzt. Okay. Ist ja so ein richtiger Riese, ne? So kommt das zumindest rüber. So viele Bücher. Typisch Horst, Anthropologie-Wälzer über die Grenzen der bekannten Welt hinaus mitzuschleppen. Der Vormarsch der Wissenschaft kennt bei ihm keine Grenzen. Oh, was denn? Ich meine, ich würde auch immer Bücher mitnehmen. So, eine Feldflasche. Die kann uns sicher nochmal nützlich sein. Ich muss daran denken, sie aufzufüllen, bevor ich das Lager verlasse. Ja, wollte ich auch gerade gesagt haben. Ist mit Sicherheit leer. Okay. Was ist hier drin? Diese Kekse können nicht mit Gustavs Küche mithalten, aber sie machen zumindest satt. Okay. Ja, ich denke mal, einfach nur Notverpflegung. Sollen wir die auch mitnehmen? Nö, die Sachen müssen wir hier liegen lassen, oder wie? Ah, Moment. Ich sollte die ganze Ausrüstung zusammentragen, bevor ich die Tasche mitnehme. Okay. Von mir aus. Ah, das wird auf jeden Fall wichtig sein. Ein Buschmesser, beziehungsweise eine Machete. Keine Chance, dass ich mich ohne die in die Berge wage. Naja, ich meine, ich weiß ja nicht, in welche Berge der jetzt hier unterwegs ist, aber ich denke mal, so schlimm wird es da auch nicht werden. Achso, Moment, das war mit der linken. Okay. Fotokamera ist bestimmt auch nicht schlecht. Ich bin so froh, dass Junta sie mir geliehen hat. Hinter Bergers Rücken konnte ich wundervolle Bilder machen. So, so. Aha. Okay, ist aber nur eine einfache und keine Digitalkamera, logischerweise. Ich hoffe, ich komme heute zum Zeichnen. Aber bei dem Druck, den Berger derzeit ausübt, bezweifle ich das. Das denke ich auch nicht. Wow. Moment. Kraft der Jugend für die Berge. Kann ich mir aber nichts näher anschauen. Jener Sommer auf Hütte. 1937. Edelweiß, die Berghütte. Das ist das ganze Team. Die Gruppe macht Fortschritte. Boah, ist das schwer zu lesen. Die Expedition zum Ursprung. Sollte ein Set sein. Herbst 1937. Das kann ich gar nicht lesen. Irgendwas mit Berg umfasst. Nee, Herz umfasst. Könnten meine Hände doch nur schreiben, was mein Herz umfasst? Nehme ich an. Das ist überhaupt nicht mehr lesbar. Ach so, mein ganzes... Ach, ich bin so schlau heute. Okay, gut. Moment. Genau, das haben wir ja schon vorgelesen. Ach. Natürlich sehe ich das jetzt alles erst zu spät. Proben aus den Bergen von Ostertal. Die Gruppe macht Fortschritte. Ja, das haben wir ja alles soweit. Reisen von 1937, okay. Ja gut, das haben wir soweit alles gehabt.
Haben wir hier. Oh, Moment, was wird das? Die Briefe, die ich von Dana bekommen habe, bevor die Expedition Kanta verließ. Es ist hart, fernab der Zivilisation keine Nachrichten empfangen oder schicken zu können. Ja, mein Gott. Er wird's überleben. Okay, aber wir sollen erstmal noch alles finden. Was ist mit den Schuhen eigentlich? Will dir die Schuhe nicht anziehen? Ich brauche meine Ausrüstung, bevor ich rausgehe. Ja, toll. So weit war ich auch schon. Hier haben wir nichts. Und wir haben nur das, oder? Können wir hier vorne noch irgendwas machen? Das sind die Bücher. Ja, was soll der denn sonst noch haben? Vor dem Aufbruch? Ja, so viel, soweit weiß ich. Ich weiß noch nicht, was jetzt genau die Ausrüstung ist. Weil hier kann man offenbar nichts mehr rausnehmen. Oder reicht... Ach so, Moment. Oder reichte das schon? Ah. Stimmt, wir haben das Messer danach noch, also das Buschmesser noch geholt. Ich werde übrigens jetzt in Zukunft nicht mehr die Stellen dazwischen... Ich muss mich beeilen. Wissen Sie, wie spät es ist? Zeit zum Aufbruch? Es reicht! Ihnen ist wohl völlig egal, ob wir die Gorons finden, was? Lassen Sie sich gesagt sein, Kobatis. Ihre Einstellung ist inakzeptabel. Ich sollte gar nicht hier sein. Ja, das stimmt allerdings. Es wird gerade erst hell, verdammt. Das juckt mich nicht. Alle sind schon bereit, außer Ihnen. Also schaffen Sie Ihren Hinternfluss aufwärts und helfen Sie Sauer bei seiner Forschung. Dieser Idiot hat sich bestimmt schon wieder verlaufen. Schon gut, schon gut. Ich bin nicht Ihr Feind. Ich glaube nicht, dass Sie den Ernst der Lage begreifen, Leon. Wenn wir kein Exemplar des Gurun finden, werden die braunen Schatten... Nun, suchen Sie Sauer. Bitte, jetzt! Okay. Was ich eigentlich ursprünglich mal sagen wollte, ich werde keine Szenen mehr mit Musik unterlegen. Da, warum auch immer, die lizenzfreie Musik neuerdings gestrikt, also nicht gestrikt wird, aber ja, so, dass Ansprüche erhoben werden darauf, was eigentlich gar nicht möglich ist, weil sie lizenzfrei ist. Aber YouTube macht es trotzdem und man kriegt es auch nicht mehr raus. Obwohl ich teilweise schon vor Wochen widersprochen habe, deswegen werde ich das in Zukunft definitiv sein lassen. Ist zwar dann nicht mehr so schön, wenn mal wieder so eine längere Szene kommt, aber ja gut, muss ich dann halt mit leben. Armes Tier. Berger ist ja völlig übergeschnappt bei der Suche nach seinem sogenannten fürchterlichen Schneemenschen. Okay. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Das ist das andere Zelt. Können wir hier auch noch... Niemand hier. Bauer und Jäger sind wohl bereits auf der Suche nach dem Goron. Ja, nee, oder? Nee. Wir haben doch jetzt nicht wirklich wieder so ein Rätsel. Jäger und Bauer sind die letzten Abende mit dem Alkohol etwas arg großzügig umgegangen. Die Truppenmoral ist auf dem Tiefpunkt. Ja, das ist bei solchen Expeditionen leider öfter. Ich würde mal behaupten, dass wir sicher irgendwo diese Zahl finden können. Ach, ja. Damit bin ich unterwegs gut versorgt, solange ich Sauer suche. Sehr gut. Habe ich jetzt ehrlich gesagt schon total vergessen? Der Berg ist gefährlich und wir sind auf das Schlimmste vorbereitet. Ich hoffe nur, das ist nicht nötig. Okay, das ist gut, sich immer mal alle Sachen anzugucken. Was haben wir denn hier? Dieser Goron ist alles andere als niedlich. Gut, dass Sie ihn noch nicht gefunden haben. Vor allen Dingen hat der Rechte keine Arme. ja. Vor allen Dingen,
Aber auch auf der linken Seite, finde ich, sind die Arme extrem lang gezeichnet irgendwie. Läuft er auf allen Vieren? Ist schon ein bisschen. Da ist noch was. Halt! Kann nicht Gertrud! leicht für Bauer gewesen sein, seine Tochter so kurz nach ihrer Geburt zu verlassen. Okay. Oh. Diese Medaille muss Bauer gehören. Er hat sie wohl hier vergessen, als er gestern Nacht ins Bett ging. Ja, dann müssen wir die doch mitnehmen und ihm wiedergeben. Können wir das nicht? Wir sind doch nett. Gut, wir haben keine Zeit, aber wir sind doch nett. Ich hoffe, Sie haben nicht vor, mein Zelt zu betreten, Kobates. Nö. Ich wollte nur mal gucken, ob der eine Typ da drin ist. Kann man das Ding hier nicht an. Wollen die den da echt da in diesem bisschen noch Holz hier gefangen halten? Oh je, oh je. Das ist nicht euer Ernst, oder? Kann ich mit dem nur mal reden? Hallöchen. Hallo. Ist man das von der anderen Seite oder was ist das für ein komischer Punkt hier? Ah. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Nö, ich sehe nur, dass du dich gerade am Feuer aufwärmst. Okay. Ja, würde ich sagen, machen wir uns mal auf in die Berge. Rechts oder links rum? Ich habe keine Ahnung. Berge hört sich nach oben an. Ich glaube, nach rechts geht es auch gar nicht, ne? Dies. Ah, ich sollte los. Das war doch jetzt bestimmt. Wie? Ich habe das Lager doch durchsucht. Ja gut, bis auf das eine. Toll. Oh, ich höre was. Das war doch bestimmt noch mal so ein Hinweis, dass man noch was hätte machen können. Ich dachte jetzt eigentlich wegen dem Wasser, aber offenbar war das, dass wir noch mehr durchsuchen mussten. Der Herbst ist da. Wir sollten den Berg bald verlassen, sonst überleben wir das nicht. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Sind hier irgendwelche Berglöwen oder so? Ich habe keine Waffe dabei, das wollte ich nur Ist schon mal jemand da? anmerken. Hallo? Offenbar hat da jemand seine Sachen liegen lassen. Das sehe ich mir an. Axt ist immer Mitten in gut. der Wildnis eine Lesepause einlegen. Das wäre typisch Sauer. Ja, und Feldflasche hat er auch vergessen. Da muss ja jemand recht eilig verschwunden sein, wenn er das zurückgelassen hat. Und wir können es wieder nicht mitnehmen, um den Typen das zu geben, ne? Hier muss einer von uns gewesen sein. Für eine Rast vielleicht? Einer der Wissenschaftler muss hier Rast gemacht haben. Wahrscheinlich Sauer. Aber weshalb ist er so eilig aufgebrochen, dass er all seine Sachen zurückgelassen hat? Ich sehe mich besser mal genauer um. Ich sehe hier keine Fußspuren oder sowas. Ah, was ist das? Was in aller Welt ist das? Ein Handab. Wahrscheinlich hat Sauer wegen dieses Zeichens hier Halt gemacht. Ich gehe besser los und suche ihn, um zu klären, was los ist. Ah, jetzt kann ich laufen. Ja. Was in Gottes Namen? Sauer? Was in aller Welt? Psst! Schauen Sie da! Ist das ein... Ja, ein Gorn! Es ist ein Gorn! Ich hörte seinen Schrei, als ich mich am Wegrand ausruhte. Schnell, wir müssen die anderen holen! Gehen Sie, er scheint verletzt. Ich bleibe hier und versuche ihn zu erreichen, sonst kriegt ihn die Strömung. Gut, Leon. Aber verlieren Sie ihn nicht!
Oh oh. In Ordnung, Kleiner. Nicht bewegen. Ich komme zu dir. Ich mach doch bestimmt irgendwas falsch, oder? Die Strömung ist zu stark zum Schwimmen. Ich muss einen anderen Weg finden. Nö, ich könnte ja mal versuchen, an den Fähnchen entlang zu klettern. Okay. Der Fluss hat alle möglichen Trümmer angeschwemmt. Aber wenn ich nicht gerade ein Floß bauen will, kann ich die nicht gebrauchen. Okay, da kann ich nicht rum. Was ist hier? Ah! Kann ich die Axt vielleicht holen? Ja, die Axt durfte ich ja nicht holen. Ach, Moment, kann ich das mit dem Buschmesser machen? Nee, oder? Tatsache. Ist das so scharf? Also abgesehen davon, dass er von der anderen Langsam, Seite... Leon. Jetzt ist keine Zeit für ein Bad. ...von der anderen Seite da drauf gehauen hat, ist er echt gut, mit 6-mal so einen Baum umzufällen. Hallöchen, kleiner Affe. Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Ich will mir nur deine Wunde ansehen. Oh, ist das süß. Wie kann ich ihm zeigen, dass ich nichts Böses will? Kekse! Genau, Bergsteiger-Machete. Aber sonst habt ihr keine Probleme. Bitte sehr. Braver Junge. Ist schon gut. Stück zurückgehen. Keine Angst. Alles wird gut, Kleiner. Wenn ich jetzt ins Wasser fange. Aber Junge, schön aufessen. Wer ist ein guter Affe? Der Keks beißt dich nicht. Das ist lecker, was? Bein gebrochen. Ich sehe es mir nur an, ja? Schau, Kleiner. Wenn ich die Wunde sehen darf, kriegst du später noch einen Keks, ja? Wirklich gebrochen. Das muss wehtun.
Du bist so tapfer. Wenn ich die Wunde säubern und dein Bein schienen könnte, könnten wir dich ins Lager bringen und versorgen. Warte. Ich bin gleich zurück. Hab etwas Geduld, mein kleiner Freund. Ich bin gleich wieder da. Jetzt sag mir aber bitte nicht... Was ist das denn? Ach so, okay. Doch, das wäre natürlich super. Sie sind gerade genug, um den Goron ins Lager zu schaffen. Hat er die jetzt genommen? Ja. Ich muss etwas finden, mit dem ich das Bein des Goruns schienen kann, und zwar schnell. Ja, aber ich denke, ich habe ja gerade was gefunden. Dieses Zeichen. Der Form nach muss es vom Goron angefertigt worden sein, vermutlich vor seiner Verletzung. Was es wohl bedeutet? Das ist ein Handabdruck. Was es bedeutet, weiß ich nicht. Der Goron bekommt vielleicht Angst, wenn ich weggehe. Es muss hier etwas geben, mit dem ich ihn versorgen kann. Okay. Kann ich denn hier irgendwas kombinieren? Vielleicht die... Machete. Sie sind gerade genug, um den Goron ins Lager zu schaffen. Ja, aber... Ich muss doch irgendwas damit machen können. Was ist das jetzt hier für ein Zeichen? Das Bein ist... Ja, das weiß ich auch. Toll. Hartkeks, Trinkflasche. Habe ich vielleicht irgendwas mit der Flasche und dem... Damit bin ich unterwegs gut versorgt, solange ich Sauer suche. Ja, den haben wir jetzt schon gefunden. Das Problem ist nur, ich kann nichts miteinander verbinden. Das heißt, ich muss doch noch irgendwas hier finden, was ich nutzen kann. Da kann ich hier vorne irgendwo hin. Ah! Da ist was. Mit diesen Lianen kann ich die Schiene für den Goron befestigen. Aber sie stecken fest. Damit sollte ich die Schiene für den Goron festbinden können. Das heißt, wir haben jetzt alles, oder? Darf ich mich... Ah, jetzt. Los geht's. Das tut jetzt ein bisschen weh. So, war doch nicht so schlimm, oder? Jetzt müssen wir einen Weg finden, dich darüber zu bringen. Gemalt, Kleiner? Wow. Ha, lieber malen als reden, was? Oh
das jetzt so gut ist, ich weiß es ja nicht. Jetzt müssen wir nur auf die anderen warten. Ah, du willst noch einen Keks? Du lernst schnell. Es war ein junges Exemplar, liebste Dana. Fast wie ein Kind. Und sobald sich unsere Blicke trafen, wusste ich, dass diese Kreatur vernunftbegabt ist. Als meine Reisegefährten zu mir stießen, merkte ich sofort, dass sie meine Auffassung nicht teilten. Die Entdeckung blendete sie. Sie sahen kein Individuum in ihm. Es war klar, dass der junge Gorun in ihren Augen keine Person war. Nur ein Studienobjekt. In ihrer Aufregung verloren sie jeden gesunden Menschenverstand. Was ist mit ihm? Obst! Friss das Obst! Sie haben ihn eingesperrt. Was erwarten Sie? Er hat Angst. Ruhe jetzt, sonst lasse ich es knebeln. Oh, ich glaube, Mama ist so. Was? Das muss die Mutter des Gorun sein. Wenn wir ihn freilassen, geht sie bestimmt weg. Dann verlieren wir ein erwachsenes Exemplar. Sind Sie verrückt? Komm her, Mutti. Schauen Sie, wie groß sie ist, Berger. Wenn Sie sie verletzen, kriegen wir sie nie lebend. Wer sagt was von Leben? Es können ja nicht nur Lebendexemplare mitbringen. Nein! Tut
mir leid, Berger. Ich konnte nicht zulassen, dass sie... Reinhard, alles in Ordnung? Er hat Berger getötet. Bauer, warten Sie. Sie haben doch gesehen, es war ein Unfall. Er wollte den Gorun töten. Also, habe ich... Ich wollte nicht... Schweigen Sie, Mörder! Er versucht zu fliegen. Wie denn? Hallo? Oh, Himmel. Berger. Tut mir leid. Ich wollte nicht. Doch, da hinten. Meine ich doch, da war doch gerade was. Was ich aber nicht angucken darf. Hallo. Ich weiß, welche Gefahren mich in den Bergen erwarten, wenn ich fliehe. Aber was auch passiert, es kann nicht schlimmer sein als das, was Bauer und die anderen mit mir vorhaben. Also habe ich keine Wahl. Ja, also mach was. Versuche zu fliehen. Aber wie? Kann ich nicht sehen. Sie sind wohl beschäftigt. Wahrscheinlich diskutieren sie, was sie mit mir machen. Wenn ich die Fesseln lockern kann, kann ich unbemerkt entkommen. Konzentrier dich, Junge. Ich bringe ihm eine Suppe. Wir können ihn nicht verhungern lassen. Das Schwein verdient kein Essen. Typisch Horst. Immer der gute Samariter. Haben Sie keine Angst, dass ich fliehe? Sie haben vor, sie den Behörden in Kantar zu übergeben. Wegen Mordes an Reinhard Berger. Wie praktisch. So weit wird es nicht kommen. Ich kann ihre Tat nicht gutheißen. Aber sie verdienen nicht, was Bauer und Jäger mit ihnen vorhaben. Geben Sie vor, gefesselt zu sein. Warten Sie, bis die anderen schlafen. Dann holen Sie Ihre Sachen und laufen so weit weg wie nur möglich. Verstanden? Ja, aber... Und das ist die ganze Geschichte, liebste Dana. Ich weiß nicht, was aus mir werden wird, wo meine Flucht mich in den kommenden Wochen hinführt.
oder wie mein Leben als gesuchter Mörder sein wird. Aber denk immer dran, dass meine Liebe zu dir stärker ist als je zuvor und dass es mein größter Wunsch ist, dich in meinen Armen zu halten. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Leon, dein Kletterkünstler. Dana? Oh Himmel! Dana! Was ist los, Mäuschen? Lena, komm! Schnell! Liebes Tagebuch. So viel ist passiert, seit ich vor ein paar Tagen Leons Brief erhielt. Langsam geht es mir etwas besser. Heute haben mir Papa und Mama gesagt, dass ich eine Weile fort muss. Ich will erklären, was los ist. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss meine Gedanken ordnen und meinen Koffer fertig packen. Ja, und ich würde sagen, dass wir das nicht mehr in dieser Folge machen. Allerdings würde ich auch sagen, dass sie schwanger ist, so wie sie aussieht. Okay, welche Geheimnisse sich noch verbergen? Oh ja, und da hat sie rechts auch schon ein kleines Schaukelpferd, sehe ich. Oh, ich will nicht zu viel hier in diesem Zimmer rauf und runter laufen, weil sonst möchte ich jetzt weitermachen und ich muss die Folge auch irgendwann mal beenden. Ich sag dann mal vielen Dank fürs Zuschauen und den Rest sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann! Ciao!